funktioniert Volume Trading so gut und wie kannst du es für dich anwenden? Im heutigen Video werde ich dir erklären, wie du Volume Trading für dich anwenden kannst und vor allem, wo welche Marktteilnehmer handeln. Du musst wissen, dass es an der Börse dummes Geld und schlaues Geld gibt. Das dumme Geld sind all die Teilnehmer, die einfach einzahlen. Das sind die Anfänger, die keine Ahnung haben, die auf nichts gucken und die vielleicht ab und zu durch Glück mal ein Korn finden. Kennst du diesen Spruch? Auch ein blindes Huhn findet ein Korn. Und genau das ist dieses Anfängerglück. Ja, du kannst immer mal einen guten Trade haben, aber du wirst auf Dauer das Geld an der Börse lassen, wenn du nicht bestimmte Regeln und bestimmte Situationen beachtest. Und das schlaue Geld sind meistens die Profi-Trader, das sind Hedgefonds-Trader, das sind Volumen-Trader, das sind die Softwarelösungen, die traden, also die Computer, die Maschinen und so weiter und so fort. Also schauen wir jetzt mal, wie passiert überhaupt eine Bewegung. Ich mache dir jetzt hier ein ganz einfaches Beispiel, was auch oft am Markt kommt, damit du das auch am Markt nachvollziehen kannst. Denn wenn ich dir nur Theorie beibringe, du es aber nicht am Markt nachvollziehen kannst, dann ist das blöd. Also nehmen wir eine ganz normale Situation, nehmen wir mal an, wir haben eine schöne Impulsbewegung, ja, wo der Markt sich nach oben bewegt, ja, der war stark, passiert voll oft mit Momentum, der Markt geht hoch und hier kommt jetzt sowas hier. Ja, also der Markt dümpelt hier hin und her und kommt nicht weiter. Und hier baut er aber ein großes Volumen auf. Nehmen wir mal an, das hier ist das maximale Volumen, sagen wir mal, für den ganzen Monat, ja, und wir haben jetzt dritte Woche im Monat, ja, also ist eine Menge Volumen, hier zu diesem Preis wurden eine Menge Orders gehandelt, so, und wenn du das jetzt weißt, musst du dir jetzt folgende Gedanken machen, ich versuche dieses Video nicht zu lang zu machen, damit du schnell auf den Punkt kommst und damit du auch schnell dieses Wissen für dich anwenden kannst. Was passiert jetzt, wer kauft hier und wer verkauft hier? Schlaues und dummes Geld. So, was passiert jetzt mit den Leuten, die hier verkaufen, wenn der Markt danach steigt? Ja, so, wir haben jetzt hier ganz normal eine Impulsbewegung, dann wird hier eine Menge gehandelt, ja, der Markt kämpft sozusagen, die Marktteilnehmer. Man trennt die Marktteilnehmer in Bären und in Bullen. Die Bären versuchen immer denjenigen runterzudrücken, ja, die Bären versuchen dich Platz zu machen, ja, also die Bären versuchen den Markt runterzudrücken und die Bullen, die machen immer so, wumm, nach oben, die wollen dich nach oben kicken, das machen die Bullen, so, und hier ist der Kampf, ja, die Bären wollen hier den Markt runtersehen, die verkaufen, die Bullen wollen den Markt hier hochsehen, die kaufen, das sind Bären, das sind Bullen, die ganze Zeit kämpfen sie hier, ja, die ganze Zeit kämpfen sie und wer gewinnt den Kampf, ja, hier wissen wir das, die Bullen haben gewonnen, ja. So, jetzt müssen wir uns aber Gedanken machen, was passiert jetzt mit allen, die jetzt hier verkauft haben. Ja, die haben hier verkauft, der Markt ist da. Bedeutet, die sind jetzt im Minus. Und jetzt musst du dir mal folgende Situation vorstellen. Es gibt Trader mit Sicherheit, die würden hier, wenn die hier verkauft haben, die würden hier einfach ihre Position schließen, kaufen und dann haben sie am meisten das Geld verloren. Ihr Stopp wurde hier gerissen, wenn sie hier verkauft haben, wenn sie hier ein Bär waren, dann sind sie hier automatisch ein Bulle. Ja? Die sind automatisch Käufer. Die sind nicht daran interessiert, dass der Markt steigt, aber die müssen kaufen, weil die im Minus sind. Verstehst du? Und vielleicht haben manche hier gekauft, hier. Das heißt, alle, die hier Short waren, die haben auch hier gekauft. Aber es sind nicht alle, es gibt auch andere, die hier verkauft haben und die einfach zu schwach sind. Also das ist so das richtig dumme Geld, ja? Die sind richtig schwach, um da ihre Positionen zu schließen. Was machen sie dann? Sie machen Folgendes, sie warten und hoffen, dass der Markt wieder hierhin zurückkommt, damit sie auf plus minus null wieder ihre Position schließen können. Ja, ist doch ganz normal. Schau mal, die haben hier verkauft, ja, die sind hier short gegangen. Der Markt ist volle Kante nach oben gelaufen, das bedeutet, sie sind im Minus. Wenn du an der Börse etwas verkaufst, ja, und die Börse geht höher, dann bist du im Minus. Du verkaufst etwas, obwohl du es gar nicht besitzt, das ist Short Selling, und hoffst es später günstiger einzukaufen, um Gewinn zu machen. Wenn du es später teurer kaufst, um es zurückzugeben, dann machst du natürlich Verlust. Also, die hier oben haben Verlust gemacht. Die hier haben Verlust gemacht, die, alle haben Verlust gemacht. Das sind eher die Trader, die Ahnung vom Trading haben. Warum? Weil sie hier einfach ihr Risiko begrenzen. Und viele haben wahrscheinlich auch gesagt, okay, wenn der hier drüber geht, dann kaufe ich wieder zurück. Ja, dann
realisiere ich meinen Verlust, dann wird mein Stopp hier gerissen. So, aber was passiert? Was denken die Leute, wenn der Markt jetzt hier volle Kante wieder abschmiert? Ja, nehmen wir mal an, der schmiert hier in Bewegungen ab, aber der schmiert hier runter. So, was passiert jetzt hier? Alle, die hier verkauft haben und hier nicht rausgegangen sind, die sagen sich, hey, scheißegal, Hauptsache, ich bin hier bei plus minus null raus und fertig. Die sagen, ich kaufe jetzt hier. Und die fangen jetzt hier an zu kaufen. Ja, die fangen jetzt hier an zu kaufen. So, dann kommen wiederum die gierigen Käufer. Ja, dann kommen hier die gierigen Käufer und die sagen auch, oh, okay, ich kaufe hier, ich kaufe hier, ich kaufe hier, ich kaufe hier. So, und dann kommt noch eine dritte Gruppe an Trader, die hier kauft, nämlich die, die sich gesagt haben, hey, der war zwar hier, der ist jetzt hier, ich werde aber nicht glatt stellen, sondern ich werde hoffen, dass er noch richtig schön ins Plus fällt. Das sind dann die Gierigen. So, und was machen die, wenn der Markt hier drüber geht? Dann kriegen sie extrem schwache Knie und dann fangen sie an, so richtig schön zu kaufen, weil sie kaufen müssen. Und so entsteht dieser Trend hier. So entsteht dieser Vorteil. Bedeutet, wenn du so eine Stelle im Chart findest, ja, wo du fettes Volumen hast, wo du siehst, dass der Markt da gekämpft hat, wo Bullen und Bären den Markt bewegt haben, in die eine und in die andere Richtung, und zwar immer und immer wieder, dann musst du einfach nur einen geilen Punkt finden, um einzusteigen, damit der Markt für dich läuft. Und dieser geile Punkt wird dir durch die Software als das größte Volumen des Tages, der Woche, des Monats angezeigt, ja, je nachdem, was für einen Punkt du da hast. Es reicht aber auch vollkommen aus, wenn es ein Aufwärtstrend ist, wenn es das höchste Volumen des Tages ist und wenn es nicht gerade die Haupthandelssession ist. Warum? In der Haupthandelssession passiert genau das hier. Ja? Da ist der Kampf einfach zu groß. Aber wenn die Haupthandelssession, das ist meistens die ersten zwei Stunden, wo der Markt aufmacht, wenn die Haupthandelssession vorbei ist, dann kannst du auch auf solche Punkte hier zählen. Dann funktionieren sie viel eher, als wenn du sie in der Haupthandelssession nimmst. Das sind meine Beobachtungen, das sind meine Erfahrungen, das ist meine Praxis, die ich dir hier weitergebe. Also, lerne daraus, Bullen und Bären kämpfen hier, das Ganze baut sich auf, hier explodiert das, das ist hier einfach die Fortsetzung von dieser Bewegung. Ja, dann kommt der Markt zurück, ich habe dir hier erklärt, wer hier kauft. Die, die gesagt haben, okay, ich bin jetzt hier plus minus null, ich kaufe, und dann kommen auch wiederum die Computer kaufen dann immer schön hier hinterher. Die sieht man richtig schön mit großen Positionen, die sich hinterher kaufen und dann später auch wiederum verkaufen. Aber hier oben, hier werden die ganz Gierigen, die hier schon geschortet haben, und so sind die Dickköpfe, ja, die hier geschortet haben und hier nicht glatt gestellt haben und vielleicht auch nicht hier glatt gestellt haben, ja, die müssen da oben irgendwo glatt stellen und die kommen dann in Schwanken und dann passiert einfach ein Short Squeeze. Was ist ein Short Squeeze? Ein Short Squeeze ist, wenn der Markt einfach nur ausrastet in eine Richtung, nach oben, weil zu viele Leute short waren. Wenn zu viele Leute short sind und die sich auf einmal eindecken müssen, wenn die auf einmal ihre Positionen schließen müssen, weil der Markt vielleicht schließt oder wenn es eine Aktie ist, weil derjenige, von dem sie sich die Aktie ausgeliehen haben, die Aktie auch zurückhaben muss, weil die da was vereinbart haben, was auch immer, müssen sie die Aktie da oben schließen. Das ist bei VW passiert. Deswegen ist die VW-Aktie sowas von in die Höhe geschossen. Die VW-Aktie war mal über 1000 Euro. Ja, innerhalb von einer Woche. Das war verrückt. Ich war da schon an der Börse und habe diese Bewegung miterlebt. Ich glaube, es war 2009 oder... 2008 in der Krise. Okay. Ja, das ist Volume Trading und mit Volume Trading kannst du genau solche Phasen erkennen, genauso geile, präzise Einstiege bekommen mit einem kleinen Stopp hier und mit einem Ziel da oben. Du kannst das Doppelte verdienen von dem, was du riskierst, du kannst das Dreifache, das Vierfache riskieren, also das Vierfache verdienen von dem, was du riskiert hast und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber viel mehr von diesem Content habe ich in unserem Volume Secrets Webinar reingepackt. Also schau einfach, ob du unter diesem Video einen Link findest, weil wir auch gesagt haben, das wird nur für kurze Zeit, die Aufzeichnung wird nur zur Verfügung gestellt, weil wir da 6000 Anmeldungen hatten und nur aber 1000 Leute sich anmelden konnten live im Webinar, weil unser Upgrade der Software nicht rechtzeitig geklappt hat. Wir haben noch 3000 geupgradet und unser Webinarraum war die ganze Zeit überfüllt. Also schau einfach, ob du einen Link findest. Wenn nicht, dann ist die Aufzeichnung nicht mehr online. So, und wenn du dir das hier merkst und jetzt heißt es einfach mal
auf die Märkte losgehen und Ausschau halten. Ne? Solche Situationen. Ja? Wenn du sowas findest, dann weißt du, ah, okay, guck, hast du mir beigebracht, Blumen, da kaufen die hier, dann kommen die ganzen Roboter, bam, 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 fertig. So kannst du Geld verdienen. Also, gib dem Video unbedingt einen Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar, wünschst du dir weitere solche Videos, beziehungsweise welche Themen du dir wünschst, und ich liefere ab. Alles Gute, viel Erfolg, bis dann. Ciao, ciao.